Machen wir das so. Dann ruppe ich auch hier noch alles weg. Und wir sehen, liebe Zuschauer, ein... Ups, das wollte ich nicht. Wir sehen, liebe Zuschauer, das wollte ich nicht. War super, also... Was sieht man jetzt? Meine Fails sieht man. Auf höchstem Niveau. Das ist ja aber... So gesehen jetzt auch nichts Neues. Also rein sachlich betrachtet. Die Leute fragen mich, warum ich geistig am Ende bin. Mit solchen Freunden braucht man keine Freunde. Gut, wie bezeichnest du jetzt geistig am Ende? So wie ich halt bin. Kannst du jetzt auslegen, wie du das möchtest, ne? Oder reinlegen. Kannst jetzt so rum sagen, kannst natürlich aber auch andersrum sagen. Ne? So, meine Zuschauer, wir haben einen Strand, während der Wolke hier komisch labert, habe ich aber mal so einen coolen Strand gebaut hier. Naja gut, weil das Lustige ist echt, du kommst hier in das Haus rein und du läufst einfach mal durch so eine Wand, die aus Grundriss besteht, dann hängt da ein Stück Holz über, die Fenster sind schon halb drinne, die Tür steht auch schon. Das sieht einfach zu geil aus. Aber am allergeilsten finde ich eh, wenn du... Muss man ein Haus bauen und nur die Tür erstmal hinstellen. Ja, das ist mein Haus. Ich habe jetzt Spinnen. Ohne Mauern drum, ohne alles. Toll. Drei Leute und ich krieg nur drei Assists. Wow. Amazing. Ich heiße sicher Frank. Oder never. Boah, die ist da reingekommen. Okay, die hat nichts gebracht. Schade eigentlich. Bleib ja da oben. Sehr schön, die ist tot. Da habe ich auch Wolle bekommen für die. Und auch du gibst mir Wolle. Oh, ihr seid der richtige Wollebrocken sozusagen. Lustig. Du bist so witzig. Wolle statt Wonne poppen. Und wenn ich jetzt theoretisch gesehen... Habe ich denn noch Holz irgendwo? Ne. Mann! Auch noch genau, campt ruhig in eure Kackbase, Alter. Cool, ich habe sogar Feuer auf dem Bogen. Oh. Was dem Schweine hier? Super. Der Bogen ist echt die Härte. Cool, da habe ich jetzt ein bisschen Zeug gemacht. Level 6 bin ich auch schon. Ein bisschen Fleisch habe ich bekommen. Noch ein Pfeil mehr. Schwarzpulver habe ich auch bekommen. Leider habe ich keine Knochen bekommen. Da muss ich wohl nochmal zurück, weil Knochen hätte ich schon gerne. Ja, ohne Knochen ist auch immer ein bisschen scheiße, ne? Ja, so gerade von der Skelettstruktur. Gerade so von... Für die Pilze brauche ich das. Das Skelett stirbt mit einem Schuss von meinem Bogen, ey. Das ist so krass.
hinterlässt sogar zwei Knochen, wie ich es liebe. Das ist absolut mein Lieblingsskelett. Ich glaube, ich werde die Knochen lieber erstmal für die Weizen anstatt für die Pilze benutzen. Wow, da habe ich ein Weizensamen rausbekommen jetzt, aus zweien. Das gefällt mir gar nicht. Das sind mir viel zu viele Gegner, ich weiß gar nicht, wo ich zuerst hinziehen soll. Und ich weiß nicht mehr, wo ich das ganze, wo ich die ganze Erde hernehmen soll. Also ich brauche ja theoretisch noch ein bisschen Erde. Ich werde jetzt erstmal mein Haus auseinandernehmen. Gewonnen und betracht, was ich für ein Baufusch hier eigentlich getrieben habe. So, und dann nehmen wir einfach mal so hier 42 davon. Um irgendwie noch an Erde zu kommen, ich brauche ich. Unter mir gibt es ja jetzt keine Erde mehr. Ich weiß gar nicht, wo ich die ganze restliche Erde herkriegen soll dann. Zaubern. Meinst du? Soll ich machen? Musst du. Muss ich. Will dir ja gar nicht anders übrig. Abracadabra. Dreimal schwarze Erde. Und viermal. Und viermal Hokus Pokus. So. Fünfmal. Die mega sinnlose Tür wieder einsetzen. Oh, jetzt wäre ich hier bei einer Runde gesegelt, ey. Leider nur nicht mit Fallschirm. So, den dann noch weg. Ich brauche mal ein bisschen mehr Stein. Stein. Um Stein. Was? Stein, um Stein. Mauer ich dich ein. Nicht, dass jetzt irgendjemand denkt, ich wäre ein verrückter Rammstein-Hörer. So wie der Wolke zum Beispiel. Psst, ich bin nicht bekloppt. Nein. Nein, was hätte ich bekloppt, wenn man Rammstein hört? Das ist eine ziemlich coole Band. Ziemlich coole. Ziemlich. Du kriegst gleich auf die Fresse mit ziemlich coole Band. Ziemlich coole Band. Das ist einfach nur Perfektion, ja. Das höre ich auch geht öfters. Gar nicht. Wow, wow. Oh, ich dachte schon, ich bin tot, Alter. Ja. Aber bestimmt nicht von Frauen. Boah, okay, das war jetzt echt böse. Ich konnte dir jetzt gerade überhaupt nicht folgen. Ich sage, ich dachte, ich bin tot und du sagst nicht von Frauen, hä? Nein, du hast doch gesagt, das ist die Perfektion. Hast du gesagt, ja, das höre ich auch öfters. Dann habe ich gesagt, aber nicht von Frauen. Ja, du bist ein Arsch. Sometimes. Ach ja, der Wolke wieder. Ohne Diskengrill kommt da einfach nicht zurecht auf dieser Welt. Das ist einfach so eine. Nee. Das ist sehr schlechte Angewohnheit vom lieben Wolke. Ich krieg gleich übelste Krise mit. Diesen Wasser und wenn ich irgendwas bei Minecraft hasse, dann im Wasser zu bauen. Das war der Grund, warum ich niemals sowas wie eine Unterwasserstadt bauen könnte. Ich würde so Rappel kriegen einfach nur. Also ich hätte an sich schon echt Bock auf eine Unterwasserstadt, aber einfach keine Ahnung, wie ich es machen soll. Also ohne dass ich mich mega viel abmühe. Ich denke mal, ohne dass du dich mega viel abmühst, wird da nicht viel zustande kommen. Genau, da haben wir das Problem. Ich bin Paul und ich stehe dazu. Was, du heißt Paul? Ganz, ganz. So. Puh, wenigstens die Tür ist da geblieben. Ach, guck mal, was haben wir denn hier? Lauter, da sind wieder lauter Viecher drin.
Wenn ich Glück habe, kriege ich diesmal sogar ein paar mehr Knochen. Ich meine Schwarzpulver. Ja, aber mal ein einzigster Pfeil dafür sorgt, dass die Viecher tot sind. Tada! Wo kommt der denn her? Hä? Wo kam der jetzt her? Hier war doch alles... Hier war doch gar kein... Ihr habt es gesehen, hier war kein Creeper mehr drin. Ich hab den gekillt gerade. Toll. Wisst ihr, ich komme hierher und ich mühe mich ab damit, Erde zu suchen. Was passiert? Creeper kommt, klatscht mir erstmal die Erde kaputt. Wolltet ihr bestimmt noch helfen? Ja. Guck mal hier, was ich kann. Toll, Creeper, toll. Okay, ich spreng dem Detten, der war gestern mal ein bisschen was raus. Eingeweide zum Beispiel. Kann drauf scheißen! Killer braucht freundliche Creeper. Creepy, ja, das bin ich. Creepy, ja. Nicht Sepia, sondern Creepy. Das neue Grün. Jetzt auch nicht in ihrem Laden. Wow. Okay. Hui. Sehr schön, jetzt habe ich nämlich eine Weizenfarm. Ich finde hier keine blöden Gegner mehr. Wahnsinn, noch einmal weg. Du solltest vielleicht nach intelligenten Gegnern suchen. Das ist ja eine Möglichkeit, ja. Auch die finde ich nicht. Ich finde keine Jobs mehr. Oh. Warum habe ich eine Tür in der Hand? Kann mir das jemand sagen? Ach hier. You are the door man. Ich weiß, wo ich die ganze Erde hingeballert habe. Ich habe es in die Treppe reingesteckt. So, jetzt mache ich erstmal wieder ein Brot. Damit habe ich dann wieder ein neues Brot. Wer hätte es gedacht? Diese Logik ist unbestreitbar. Wenn man sich Brot macht, hat man dann auch Brot. Natürlich kommen hier gleich drei Gegner in den Raum reingerannt. Okay, es waren nur zwei, aber... Und es waren zwei... Und, aber ich hab sie gekillt. Wenn er sie nicht gekillt hätte, hätte er mir nicht verraten, dass es zwei war am Betten. So. Knochen. Ah, ich siehst. Ja, ich hab doch noch Knochen. Super. Ja, klasse. Ich will Knochen hinplatzieren und baue einfach. Mann. So. Wer kann das leiden? Ist die bessere Frage. So, auch hier bauen wir noch ein paar Fackeln dran. Wenn nicht alle unten stehen haben. Komplett, dude. Also, nicht nur so ein bisschen, nee. So ein richtig großes Stück, du. Einmal komplett. Lol, ich kann TNT machen, fällt mir gerade auf. Mach's aber nicht. Döp. Wie sie alle an meine Vorräte rangeiern wollen. Nein, Mist. Ist nicht hinbekommen. Ich hasse hier gerade alle mit der Pistole weg. Bam, 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 bam. Alles wird gut, auch wir finden deine Eltern. Eltern. Was für Eltern? Ich hatte nie Eltern.
Zumindest keine glückliche. Ja, jetzt einen Abschluss gemacht. So. Und dann platziere ich jetzt einfach mal so gemein und fies wie ich bin. Gar nichts, weil ich keinen Sand mehr habe. Scheiße. Ist doch alles dumm hier, ey. So. Dann nutze ich jetzt nämlich die letzte Erde, die ich besitze. Um das Pilzplateau hier noch ein Stück größer zu machen, damit wir mehr Pilze einpflanzen können. Stirb nicht! Autsch. So. Doch, stirb. Ich habe irgendwie so einen leichten Ausschlag am Arm. Fühlt sich irgendwie ganz, ganz viele Mückenstiche. Total ekelhaft. Das könnte daran liegen, dass es vielleicht viele Mückenstiche sind. Nur mal so, rein spekulativ. So dicht nebeneinander. Hm. Nein, wir sind auch ganz viele Mückenstiche. Okay, wir brauchen jetzt eine ganze Menge Sand, meine Freunde. Ich hoffe, dass hier noch genug Sand vorhanden ist. Oh, oh. So war das nicht geplant. Auch so nicht. Klasse. Habe ich denn noch Stein? Stein habe ich noch, siehst du? So, dann buddeln wir mal den ganzen Sand hier mal weg und hoffen, dass da nicht irgendwo Wasser wieder runterkommt. Okay. Ich schaufel aber auch nicht mehr. Das ist auch doof jetzt.